Lagerhaus wurde errichtet. Das hier wird ebenfalls weiter bearbeitet. Ich habe doch hier bestimmt noch mehr Jungs, die, genau, zumindest einen. Der wird hier ebenfalls Holzfäller. Ihr drei geht hier rein, fangt schon mal an mit dieser Konstellation. Ihr zwei fangt mit dem Holzsammeln an und danach können wir erstmal gar nicht mehr so viel tun. Doch, drei Dorfbewohner können noch rekrutieren. Haha, nein, kann ich nicht mehr. Pass mal auf, gib mir hier schnell dein Zeug ab. Ach Mist, ich dachte, wenn ich hier entlasse, behält er die Sachen im Rucksack. Hier mit euch mal weiterschauen. Noch habe ich keinen Gegner gefunden, aber das habe ich gefunden. Sehr schön, ich bedanke mich. Haben wir denn noch irgendwo eine kleine kreisfreie Stadt? Erstmal hier weiterschauen, weiterschauen, weiterschauen. Wir werden die da unten ignorieren. Moment, ist er denn... Blau ist mit uns verbündet und gelb mit uns verfeindet. Okay, die gelben Turbane, das macht natürlich Sinn. Bleibt ihr unten? Nein, jetzt kommt ihr natürlich. Was kommt da? Einer mit einem Titel, mit einer sehr geringen Loyalität und mit ein bisschen Erfahrung. Ne, die Jungs, die sind schon ein bisschen unterwegs, so wie ich das sehe. Hier hoch, hier wird aber nichts sein, außer ein paar Fische, die da ziemlich schnell durchs Wasser springen. Hier machen wir mal, nee, das haben wir schon zugemacht. Es sind aber keine Fernkämpfer dabei, das heißt, wir können auf Zeit spielen. Ich sollte aber trotzdem in der Zwischenzeit, du kommst her und baust mir mal da hinten ein Haus hin. Zau, zau, in diese Richtung bitte. Ich brauche von dir ein Haus. Und das möglichst schnell, damit habe ich nämlich wieder mal nicht gerechnet, dass ich das ziemlich zeitnah bauen muss. Sind hier Schützen dabei? Nein, hier sind auch nur Nahkämpfer dabei. Das sind schöne Startbedingungen tatsächlich. Hier können wir ja direkt hochgehen. Was ist denn hier los? Ich muss jetzt mich erstmal um da unten kümmern. Ach nö, das geht, oder? Ja, genau, machen wir diese 3 Punkte Schaden. Und sobald hier das Haus fertig ist... das dauert noch ein bisschen. Zur Not muss ich die Jungs hier abziehen. Weißt du was, du kommst mal her und fängst an, hier gegen zu reparieren. Wunderprächtig, das sollte erstmal kein Problem weiter sein. Da läuft doch ein Einzelner. Was ist das? Doch ein Schütze. Egal, wir erkunden hier erstmal weiter. Gebirgspässe, da haben wir eine Brücke. Ich weiß gar nicht, ob wir in diese Richtung gehen müssen tatsächlich. Ja, ja, sehr gut, ihr habt es verstanden. Er repariert. Ja, das... was war jetzt ja ziemlich nutzlos. Das hier einnehmen... Und dann schauen wir mal, wie weit können wir denn hier unten noch hin, wenn da dieser Gebirgspass im Weg ist. Nein, hier ist erstmal nichts. Wir speichern mal schnell zwischen. Mission 2. Nur sicherheitshalber, jetzt dachte ich schon, da ist jemand von der blauen Fraktion, der uns angreifen will. Dabei, ja, war es eigentlich bloß das Wasser. Sehr schön, ich habe keine Paranoia. Nein, 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 nein. Egal, dann gehen wir hier mal hin, kommen hier zurück. Wir schauen später über die Brücke. Wir müssen hier erstmal schauen. Ach, schau mal, das ist ja sogar unser... General, den wir töten sollen. Damit haben wir das erste Missionsziel, glaube ich, erreicht. Genau, er ist tot. Wunderschön, ihr kommt her. Sammelt euch dann da unten. Wir haben keine Nahrung mehr. Das kommt ja auch wieder erschwerend hinzu. Direkt hier mal anfangen mit euch eine Werkstatt zu bauen. Hier mal direkt nebendran machen wir das hier so. Wie viel Kondition haben die Soldaten? Oh, nur das geht, das geht, das geht. Hier machen wir auf. Und da kommen unsere Jungs. Ich zähle bloß 3. Wo ist der vierte? 1, 2, 3... Ach, da kommt er. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich gebe Entwarnung. Zau, zau da oben. Der wird auch nicht mehr viel finden. Mal hier nach unten. Na komm, hier rein. Und das Tor verrammeln. Gut, Problem gelöst. Hier sind die Jungs gleich fertig. Hier muss ich noch Leute mit reinbringen. Trotzdem wollen wir hier ein bisschen rekrutieren. Hier wollen wir nochmal ein Häuschen bauen. Wirst du wohl. Dankeschön. Hier sind die Jungs fertig, das heißt einen Winzer und 3 Köche erstmal, der Rest kommt später. 2 Jungs zu mir, hier rein, Bauernhöfe bauen, genau, nein, einmal bitte die Felder bewirtschaften. Nee, hier ist nur noch größtenteils Holz, da gibt es nichts Spannendes mehr zu sehen. Hier nochmal rumflitzen, aber ich denke mal, nee, das sollte soweit gewesen sein. Wie gesagt, das Nahrungsproblem habe ich gerade ein bisschen unterschätzt, aber die Jungs liefern ja gleich die ersten Nahrungsvorräte ab, dass unsere Leute nicht am Trainingsgrad quasi was einbüßen. Hier nochmal, nein, was ist das? Stopp, nee, das wollte ich gerade gar nicht klicken. Hier mal schauen, ihr geht bitte mit Eisen sammeln. Und dann brauche ich trotzdem noch ein paar Jungs, da holen wir gleich mal noch ein paar dazu. Ihr zwei, ach nee, es war bloß einer, ich dachte, ich hätte mehr mit dem Häuserbau beschäftigt. Da passt noch eins hin, wunderprächtig. Der läuft hier entlang, momentan sehe ich keine Gegner auf uns zukommen, aber der Nebel hat sich auch schon wieder ordentlich weit zugezogen. Nee, hier wird erstmal nichts weiter sein, so wie ich das sehe. Hauptsache, die Jungs kommen hier raus. Nee, ich brauche noch mehr Holzsammler tatsächlich. Du wirst hier ein Holzsammler. Jetzt haben wir null Holz.
Aber wirklich 0, gar kein Holz mehr, wo ich das hier wieder geschafft. Also mehr Holzfäller brauche ich auf jeden Fall. Weißt du was? Du gehst... ja, komm, geht mal mit zusammen Dings sammeln. Und trotzdem habe ich jetzt erst wieder 10 Eisen. Achso, nee, die zwei sind erst reingegangen, deswegen. Ich dachte schon. Da haben sie dann hier gleich die Bäume komplett gefällt. Zau Zau steht wie bestellt und nicht abgeholt mitten im Wald. Sah auch gerade sehr schön aus. Einmal hier rüber, wenn uns auch hier ein bisschen anbrummelt. Wie gesagt, da dürfte jetzt nichts Großartiges mehr sein, außer eine Straße. Nö, da ist nichts. Da können wir einfach entspannt durch die Gegend spazieren. Moment, apropos durch die Gegend spazieren. Ach, das ist dieser grenzibile Schütze, der wahrscheinlich auch fast schon keine Ausdauer mehr hat, sehe ich das? Ja, so gut wie keine mehr. Er dürfte bald am Trainingsgrad verlieren. Das heißt, wenn uns irgendwas entgegenschießt, ist das eher eine Lachnummer. Dann wird das schon mal erledigt. Ich bräuchte als nächstes wieder ein paar Jungs. Heieie, und schon wieder ein sehr geringer Vorrat an Getreide. Trotz allem, komm mal her. Trotzdem möchte ich von dir erstmal noch, dass du Koch wirst. Und danach, was haben wir hier? Oh Jungs, da unten dürft ihr jetzt nicht sammeln. Das ist Quatsch. Sammelt mal mit hier oben. Genau, sammelt mal mit da oben. Das sind die Laufwege bei weitem nicht so riesig. Nicht genügend Getreide. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da hilft's nichts. Wir müssen hier nochmal einen Hof bauen. Und weißt was, den setzen wir einfach hier hin. Und direkt dahinter setzen wir noch ein Lager, trotz allem. Genau, dann kann man hier rundum noch ein paar Sachen hinzaubern, wenn es denn so sein soll. Da dauert's noch. Neben Platz haben wir momentan genug. Aber hier, du kommst mit zu mir. Von dir möchte ich gerne einen Bauernhof haben. Es ist alles so, in Anführungszeichen, langsam. Und ich denke mal, die Stadt, die wir suchen müssen, wird da hinten unter dem hinter dem Gebirgspass sein. Aber warum sollen wir dann nach hier oben gehen? Ich gehe stark davon aus, dass irgendjemand sich nochmal mit uns anlegen möchte. Wie schaut's aus? Ne, die kriegen ab und zu immer mal wieder was zu essen. Das heißt, die Versorgung ist zwar momentan grottig, aber noch nicht komplett aufgegeben. Das heißt, sobald der hier fertig ist, wunderschön, machen wir hier weiter. Und danach kommt gleich wieder ordentlich was an Getreide rein. Wir drei natürlich auch hier in diese Richtung mithelfen. Ansonsten, wo bin ich stehen geblieben? Die Schwertkampfkaserne könnte ich schon bauen. Nationalakademie kann ich noch nicht bauen, weil es am Holz fehlt. Zwei Holzeinheiten, die sollten aber eigentlich gleich da sein. Wunderschön. Setzen wir das Ding einfach mal hier mitten rein. Dann können wir auch hier mit der Forschung weitermachen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt schon die Stufe 2 Sachen zur Verfügung stehen. Ihr zwei seid hier schon fertig. Das ist schön. Das heißt, alle mal hier rein. Die übliche Aufteilung quasi. Die laufen extra runter zum Abgeben. Na gut, warum nicht? Warum denn auch nicht? Mehr Jungs brauche ich natürlich auch. Fleisch und Nahrung. Nee, soweit sind wir dann, glaube ich, erstmal versorgt. Ja gut, bis die hier alle durchlaufen, das dauert natürlich seine Zeit. Ich warte hier voller Spannung auf meine Akademie. Ne, nicht beide ausbremsen, geht bei dir hier hoch. Genau, seid so gut und baut mit. Und dadurch, dass wir zwei Kreise am Anfang direkt haben, kommen nochmal sehr viele Münzen rein. 1400 schon. Ich frage mich, warum uns die KI die nicht wegnehmen möchte, aber ich sollte sowas tendenziell eher nicht verschreien. Das geht wieder schön nach hinten los. Da ist das Ding aufgebaut. Sehr schön. Wir können also dann zumindest wieder Lanzenkämpfer und andere Sachen rekrutieren. Oh, jetzt fehlt es aber echt überall. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, mehr Holzsammler nach da hinten. Eisen brauchen wir momentan noch nicht. Aber wir bräuchten dann bei Gelegenheit wieder eine zweite Werkstatt. Kann ich mir nicht leisten, weil es fehlt Armholz. Okay, das sollte aber gleich wieder etwas an Holz reinkommen. Damit ich dann, wo würde ich sagen, ja doch, am besten hier direkt die Werkstatt hinsetzen kann. Ihr sammelt euch mal dort nicht, dass ihr den Bauplatz quasi belegt. 120 Holz haben wir gleich. Na komm, 8 Holzstückchen noch. Da sind sie doch schon perfekt. Einmal hier hin, da wird dann die zweite Werkstatt besetzt. Mehr Holz tatsächlich, viel mehr Holz. Das lasse ich erstmal 80 und 50. Die Ressourcen sind momentan ein bisschen da, das heißt, da können wir ein bisschen was investieren. Du stehst da wie bestellt und nicht abgeholt. Du kommst auch mit hier rüber. Hier brauchen wir natürlich... Oh ja, Moment. Nee, 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 nee. Du kommst hier wieder zurück. Wir brauchen von dir dringend, obwohl das können wir auch da unten machen, ein paar Häuser. Denn ohne die Häuser sehe ich da ein klitzekleines Problem. Jetzt sind wir nämlich schon bei 31 und jetzt bei 32. Siehst, so schnell geht's. Hier mal das nächste Haus noch hinsetzen. Zwei Leute... Das ist weniger, als ich dachte. Egal, das wird auf jeden Fall bald was werden. Wie schaut es hier aus? Kann ich denn schon? Das kostet mich nicht viel. Da investieren wir direkt. Nicht genug Getreide. Ja, ja, ich habe es ja verstanden. Wie gesagt, entspannt euch.
Da die ganze Chose läuft gleich richtig an. Wir haben ja nochmal die Ressourcen verteilt. Hier die Nahrungsleute. Na, habe ich nicht gesehen, wie viele die geliefert haben. Hier immerhin 24 Holzeinheiten. Gut, da ging die Erforschung ein bisschen zu spät durch. Das kommt aber alles gleich wieder, dass die noch mehr Ressourcen mit sich führen können. Da ist das Haus errichtet worden. Mehr Jungs für mich. Die zwei Häuser. Und dann können wir gleich mal schauen. Wir brauchen jetzt nochmal 3 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Hier haben wir 56 Einwohner. Weil also 56 Bauern. Jetzt die 64. Und dann hier oben nochmal für die 70. Mach bitte aber erstmal hier fertig. Wunderprächtig. Es fehlen Häuser. Was? Das Problem haben wir doch gerade eigentlich auch gelöst. Sehr schön. Hier kann ich mal gucken. Ihr zwei kommt direkt mal hier rüber. Einen Winzer und einen Koch. Und dann müssten wir nochmal einen haben. Genau, der wird ebenfalls nochmal ein Koch. Haben wir das alles soweit aufgeteilt? Dann bräuchte ich von dir eigentlich nur nochmal hier unten eine Schwertkämpferkaserne. Ach, jetzt sind die hier ein bisschen zu nah dran tatsächlich. Macht aber nichts. Dann verlagern wir unseren Militärzweig ein bisschen weiter in die, ja, in die Stadtmitte. Bisher greifen sie aber momentan erstmal niemand weiter an. Ich rieche schon wieder eine Falle in einem Anflug von Paranoia, in der Tat. Aber da möchte ich mich erstmal noch nicht zu irgendwelchen Annahmen hinreißen lassen. Und falls wir soweit kommen, ich werde jetzt erstmal Cao Cao zum Wissenschaftsoffizier ernennen. Mal schauen, ob das Ganze dann was bringt. Eine offizielle Ernennung hat stattgefunden. Potenzial 40. Bei den anderen was, glaube ich, mehr. Oder was weniger? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das Wissenschaftspotenzial ist 40. Sein Wissensstand selber ist 39. Hängt das mit diesem Intelligenzwert zusammen? Ich bin mir nicht sicher. Oder ist dieser Intelligenzwert bloß wichtig, um diese Kraftpunkte zu regenerieren? Das könnte natürlich auch sein. Weiß ich natürlich jetzt wieder mal nicht. Aber ich glaube, so wie ein offizielles Wikipedia zu dem Spiel wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Beziehungsweise habe ich schon mal danach gesucht. Momentan gibt es das noch nicht. 5 Mann, die nichts zu tun haben. Das ist natürlich wieder schön. Sammelt euch alle mal hier. Ich schnappe mir euch und mache es euch nochmal ein paar ganz fleißige Bauernhofbetreiber. 1, 2, 3, 4. Wo ist der 5., den ich irgendwo gesehen habe? Da ist er doch. Hoch mit dir zum Bauernhof und dann mal ein paar neue Jungs noch dazu. 10 Stück, die kriegen wir auf jeden Fall überall unter. 200 für die Verbesserung der Akademie. Da kommt schon wieder einer raus. Ne, erstmal muss ich dir hier Verbesserung durchgehen und danach können wir direkt mit dem Rekrutieren anfangen. Kann ich hier eigentlich auch, stimmt, Steuersatz kann ich hier einstellen, aber wenn ich den noch höher treibe, dann ziehen die Leute wahrscheinlich leider alle wieder aus. Wahlweise verlassen die Stadt, das möchte ich dann natürlich eigentlich vermeiden. So, alle verteilt. Immer noch kein Getreide, aber die restlichen Ressourcen steigen langsam. Ihr zwei werdet mal noch Eisenarbeiter und sobald der nächste hier rauskommt, musst ihr mir mal irgendwo hier hinten, glaube ich, wäre ganz gut, ein neues Lager aufsetzen für Holz. Na, wirst du wohl, dankeschön. Du wirst hier hinten einen Holzfäller, aber vorher natürlich wie so oft ein Lager hier hinsetzen. Wahlweise erstmal ein Lager platzieren. Wir waren in dieser Mission noch nicht so oft. Da haben wir es. Das nächste Ding ist fertig und hier können wir genau den Stall, die Schützenkaserne, die Lanzenkämpferkaserne momentan. Aber wieso? Wahrscheinlich, weil es am Holz fehlt, ne? Genau. Tragisch, aber da sobald etwas mehr Holz wieder rumkommt, dürfte das ja kein Problem mehr sein. Ich würde sagen, 2 Trupps sollten dann erstmal reichen. Wie viele Städte soll ich besetzen? Nochmal schnell schauen. Wir sollen diese Stadt vor unseren Verbündeten besetzen. Das ist aber gut zu wissen. Ja, schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Ich habe ja noch niemanden vorbeigehen sehen, aber hier kämpft jemand. Irgendjemand macht gerade das Ding kaputt. Das heißt, da wird wahrscheinlich gleich. Da muss ich mal schnell spicken. Jungs, lauft mal schnell eine Runde, ich will wissen, was dann passiert. Schön, ja, habe ich wieder mal die, den Questtext, will ich schon sagen, die Missionsbeschreibung nicht richtig gelesen. Eidet aus, eidet aus. Okay, ich sollte vielleicht doch minimal ein bisschen hinne machen, merke ich gerade. Gut, das ist natürlich sehr schön. Schaut mal hier rum. Das sind Verbündete, oder? Das sind keine Verbündeten, wir gehen hier mal zurück. Ihr würdet jetzt bitte uns ignorieren, wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun, ne? Genau, das ist der da. Okay, sie konnten ihn aufhalten. Jetzt möchte ich hier mal warten, ob die meine Sachen mir hier wegnehmen wollen. Die laufen so zielstrebig da drauf zu. Vielleicht machen wir gleich Überraschung. Nein. Wenn ihr es so haben wollt, dann schlagen wir euch hier einfach mal nieder. Ah ja, wir haben nur Generäle dabei. Wir müssen uns natürlich alle auf das gleiche Ziel konzentrieren. Lass das sein und ein Level up für uns. Sehr schön. Ich glaube, ist der Gebirgspass noch ganz aus nieder durchgekommen. Ich muss mal schnell spicken. Wir müssen da auf jeden Fall durchgehen, glaube ich. Das heißt,
Nee, der hat schon ordentlich was eingesteckt, aber er hat es noch größtenteils überlebt. Ja gut, dann tun wir gar nicht lange rum. Ist schön. Einmal mehr Missionstext lesen wäre wahrscheinlich echt angebracht. Ihr drei kommt her. Ich brauche von euch einen Stall. Den setzen wir mal hier hin. Da macht ihr zwei gleich mit. Und ihr baut mir noch eine Schützenkaserne. Ich werde natürlich auch Schützen mitnehmen. Die setzen wir hier hin. Einen Dings brauchen wir auch noch. Wie heißt der? Einen Tempel. Den sowieso, aber den meine ich gerade nicht. Hier ein Wirtshaus direkt da daneben. So, hier zurück und hier weiter forschen. Danach geht es direkt in die neuen Militärsachen. Ihr geht hier hin. Du drückst dich hier mal bitte nicht vor der Rekrutierung oder vor der Pferdezucht. Du setzt deinen Sammelpunkt mal hier hin. Genau, die können wir alle hier sammeln lassen, würde ich sagen. Genau. Gut, das haben wir. Jetzt brauche ich Soldaten noch und nöcher. Lanzenkämpfer, Schwertkämpfer, alles Mögliche. Hier nochmal ein paar Jungs. Und trotzdem werde ich dann noch einen Bauernhof brauchen, denn mit 5-mal Getreide. Ja, doch, 5-mal Getreide, das klingt halbwegs vernünftig. Komm mal hier zu mir an diese Stelle. Da machen wir weiter mit dem. Hier sind nochmal zwei Jungs, die mithelfen. Ich brauche nochmal zwei Stück. Wäre das möglich? Da kommen noch ein paar dazu. Denn vor allem das ganze Getreide für die Pferde hauptsächlich. Ich möchte natürlich auch hier wieder... Wobei wir könnten... Ne, momentan sehe ich unseren Verbündeten nicht auf der Karte. Ich überlege gerade, vielleicht einfach dann die Pferde nicht so strapazieren. Den habe ich doch auch schon mal bei Liu Bei gesehen. Also nicht in Liu Beis Armee, sondern einfach im Wirtshaus, wie wir bei oder mit Liu Bei unterwegs waren. Nee, was wollte ich sagen? Wir sollten hier vielleicht schauen, dass die Pferde halbwegs schnell kommen. Wahlweise halbwegs schnell rekrutiert werden. Wahlweise, falls das zu lang dauern sollte, wir einfach sagen, wir gehen auf Kriegsgerät in Kombination mit Fußsoldaten. Aber dafür bin ich immer so entschlossen, unentschlossen, eigentlich gar nicht begeistert. Hier mal rum. Ihr müsst hier mit Holz fällen. Es fehlt nämlich immer noch am Holz. Ihr 5 kommt hier rein. Nur Getreidebauern. Vom Rest haben wir eigentlich genug da. Weißt du was? Wir holen uns trotzdem mal noch einen fürs Eisen. Und nochmal euch 2. Ihr geht zu den Schwertkämpfern. Da ist die Rekrutierung auch fertig. Weil wir haben momentan niemanden, den wir noch weiter rekrutieren könnten. Holz blinkt, das ist aber auch gleich wieder erledigt. Hier mal schauen, die Erforschung weiter vorantreiben. Genau, da kommen sie doch schon. Pass mal auf, ihr 2 seid meine Gruppe 1, weil dann nehmen wir bloß mal 2 Trupps mit, das sollte reichen. Die 2 geht mal hier hin, die 1 trifft sich dort. Wir nehmen hier nämlich mal neue Jungs mit. Malweise gliedern hier unsere ersten eigenen Soldaten in die Armee ein. Na komm, ich habe doch gesagt. Genau, hier machen wir das so, Gruppe 1. Ja, ein lächerliches Trüppchen in der Tat. Mehr Jungs brauche ich. Weißt du was, wo ist denn hier mein Bogen? Na, schau, der liegt sehr zentral in der Mitte. Das freut mich zu sehen. Ne, das ist zu viel. Machen wir erstmal so. Aber die Pferdeproduktion läuft erstmal... Ne, die läuft auch nicht unendlich. Hier mal wieder reinschauen. Die Truppen verbessern. Hier aufsitzen. Hier rüber mit dem Schützen. Normalerweise die Pferde müsste ich ein bisschen weiter hinten sammeln tatsächlich. Nicht, dass wir hier dann wieder die ganzen Jungs ein bisschen durcheinander bringen. Hier rein. 16 plus 3. 14 plus 3. Aber dafür hat er natürlich einen höheren Schildwert. Er hat dafür wieder eine höhere Reichweite. Tatsächlich. Schau an, schau an, schau an. Hier trotzdem nochmal in die Schälmaschine was investiert. Nee, da passt mir Sammelpunkt immer noch nicht. Wir gehen einfach mit euch ein bisschen weiter rüber. Hier Gruppe 1. Die kann ja ein bisschen in der Nähe von der Gruppe 2 stehen. Das ist natürlich sehr schön, dass hier die Gegner, man solle wirklich lesen, aber ich habe aus dem Missionstext ehrlich gesagt nicht verstanden, warum wir jetzt auf einmal quasi wir vor unserem Gegner diese Stadt einnehmen sollen, vor unserem Verbündeten, weil ich dachte eigentlich, wir wären hier ohne einen Verbündeten unterwegs. Ach nee, Moment, es hieß die 18 Generäle oder so ähnlich, die sich uns anschließen und die scheinen anscheinend auch eine andere Stadt zu führen, wenn ich es denn so richtig verstanden habe. Das heißt, wir sollten natürlich nach Möglichkeit vor den Jungs fertig sein damit, also mit der Einnahme, sonst kriegen wir nicht den Ruhm. Hier nochmal ein bisschen die Wirtschaft antreiben, so leid es mir tut. Muss leider zwischendrin auch mal sein. Und dann springen wir hier wieder rüber für eine weitere Militärforschung. Hier geht es auch momentan nicht wirklich weiter, das dauert mir alles zu lange. Hier nochmal 10 Mann. Und hier nochmal 10 Pferde. Mit den 10 Pferden. Ah, gut. Erstmal hier drauf mit euch. Wir haben hier, glaube ich, momentan sehr viele... Wir haben noch keinen Schwertkämpfer hier drin, außer die 2 Stück da. Okay, gut, das heißt, wir brauchen mal auch wieder mehr Schwertkämpfer. Quasi das Rückgrat einer jeden Armee. Immer her damit. Hier mal wieder rumspionieren. Nochmal die Angriffskraft erhöhen. Da kommen auch wieder neue Jungs.
Und hier rein, weil weiß ich hier rüber. Also Moment, ich kann hier nochmal hören. Nee, da scheint momentan nichts kaputt gegangen zu sein. Ich hoffe einfach mal, dass der Gegner sich noch stark genug verteidigen kann. Oder stark genug ist, um sich zu verteidigen, sollte ich sagen. Ich wollte eigentlich jetzt warten, bis ein Schwertkämpfer fertig ist, aber was soll's. Da kommt das nächste Pferd, da sind noch die Schwertkämpfer. Zwei Schützen, einen Lanzenkämpfer und dann nochmal ein paar Schwertkämpfer. Gerade die Schwertkämpfer sind natürlich bei der Stadterstimmung wichtig, bis wir diese... Oh ne, Moment, wir haben gerade sehr viele Schwertkämpfer. Mal hier noch einen Lanzenkämpfer und noch einen weiteren Schützen.